Wir sind zwei Politiker mit völlig anderen inhaltlichen Ansichten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Weg, den er inhaltlich gehen will, nicht der bessere Weg für Österreich ist. Das beginnt bei TTIP, wo ich gesagt habe, ich werde das nicht unterzeichnen, ich möchte eine Volksabstimmung. Ich habe gesagt, ich möchte direkte Demokratie. Er vertritt eher das Element der Abstimmungen ausschließlich im Parlament. Es ging um die Frage der Sicherheit, der finanziellen Ausstattung des Bundesheers, wo ich 1% des BIP für das Bundesheer gefordert habe. Es geht um die Frage der Ausstattung unserer Exekutivbeamten, Polizei. Es geht um die Frage der Grenzsicherung. Hier haben wir völlig unterschiedliche Ansichten. Aber ein Wahlergebnis ist zu akzeptieren.